So, da sind wir wieder bei The Forest. Hallo. Letzte Folge über Holz holen, diese Folge ist drüber schicken. Ja, diese Folge, siebte Folge. Ja, das heißt, die nächste Woche ist wieder fertig. Oder die übernächste Woche, ich weiß nicht, wie weit du im Voraus aufnimmst. Die nächste Woche ist wieder was weiß ich. Oh, sorry. Ah, hab's doch. Warum konntest du das aufheben, aber ich nicht? Ich konnte kein E drücken dabei. Soll ich mal über mein jetziges Arbeitsleben reden? Also jetzt nicht wirklich Arbeit, sondern Arbeit. Tu das. Also ich rede hier von meinen Geschichten. Ach so. Bleibt dir überlassen. Getrocknet essbar gewöhnlich Fleisch. Also ich habe da jetzt im Moment, also ich hatte ursprünglich 3 Aufträge dort, denn ich schreibe jetzt für andere Leute, weil ich mir gedacht habe, ja, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit wieder, dass ich auf eigene Ideen komme, deswegen möchte ich gerne für jemand anderen was schreiben, der mir halt so ein Grundgerüst davor gibt. Und dann mache ich halt mit dem Rest was. Ja. Und ja, da habe ich jetzt 3 Aufträge. Einen habe ich schon gemacht. Es war glücklicherweise so ein Legend of Zelda Auftrag. Das hat mir sehr gut gefallen. Da konnte ich nämlich in Breath of the Wild konnte ich einfach mal die ganzen Locations auskundschaften und die dann da einbinden. Das ist cool. Die Geschichte kann ich dir nachher auch mal zeigen, obwohl du die wahrscheinlich schon gesehen hast. Nein. Ist auf jeden Fall recht interessant gewesen. Du hast mir nur geschickt quasi diesen Auftrag, nicht die eigentliche Geschichte. Nee, den Auftrag habe ich dir nicht geschickt, oder? Doch. Nein. Du hast mir die beiden Aufträge gezeigt und halt gesagt, das sollst du jetzt machen. Ich habe dir die eine Seite geschickt, wo ich gesagt habe, jetzt gib mir mal Aufträge. Ja, und da standen halt auch die Aufträge. Ja. Das sind 2 von den 3. Jedenfalls, das ist schon eine Menge Arbeit. Einen habe ich ja jetzt fertig. War der Breath of the Wild Auftrag. Den fand ich so gut. Da habe ich auch so ein bisschen Nachforschung angestellt und so alles, wie man das alles richtig macht. Falls jetzt einer zufällig weiß, wer ich bin, undercover, dann wisst ihr jetzt genau, nee, warte. Falls einer zufällig weiß, was mein Undercover-Name ist, aber nicht weiß, dass ich das bin, dann wisst ihr das jetzt genau, dass ich das bin. Cool, wisst nicht? Wisst ihr das dann genau? Ja. Also wenn die zufällig diese Geschichte gelesen haben, dann wissen die es vermutlich schon. Naja, die denken sich jetzt so, könnte er das sein? Nee, das würde er nicht sein. Also, ich sag mal so, mein Name ist jetzt nicht wirklich so schwierig dann. Du hast recht. Du hast recht. Vor allem, weil ich da Sachen eingebaut habe, die ich halt auch in anderen Namen eingebaut habe, die ich hier zum Beispiel auch schon verwendet habe in gewissen Spielen, aber ich sag nicht in welchen Spielen. Ja, du musst es jetzt nicht nachmachen von Geräuschen her. Ich hab doch gerade. Also. Es hat sich so angehört. Ich habe Waving Flag gerade vor mich hinge. Weiß. Ich weiß schon. Na 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 na. Ach so, das mit Coca-Cola. Na 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 na. Hast ja. Hast ja. Random Firma. Ich hab jetzt gerade gedacht, was ist das denn? Was? Ja. Tun wir das erstmal hier hin, dann haben wir es schon mal.
Nee, das mache ich nicht. Damit wäre ich voll hypokritisch. Das klappt irgendwie nicht, das Wort im Deutschen. Worüber haben wir davor geredet? Logan Paul. Nein, nicht den. Darüber will ich nicht Davor reden. oder danach? Danach. Bevor du jetzt deinen Ohrwurm hattest. Deine Aufträge? Meine Aufträge. Zelda? Breath of the Wild? Ja, meine Aufträge. Jedenfalls ist da der dritte Typ, der kam so richtig rüber, als wenn er sich da jetzt unsicher wäre, ob er mir das einfach so anvertrauen kann. Weil das war halt auch gegen meine Regeln eigentlich. Okay. Ich habe da nämlich Regeln, dass man mir wirklich nur Charaktere von Sachen geben soll, die ich kenne. Und wenn du nicht weißt, dass ich das kenne, frag mich halt. Damit kann ich nämlich viel besser schon mal was aufbauen, weil da habe ich schon was, worauf ich zugreifen kann. Ich will ja mal die Charaktere so haben, wie die auch wirklich sind. Ja. Wie die da agieren würden, weil wenn du die änderst, dann kannst du das so gut wie jeden einfach reinpacken und das macht dann keinen Sinn, die überhaupt einzupacken. Das stimmt. Ja, das finde ich immer recht blöd, denn es ist in bestimmten Fanfics sowieso immer, dass die komplett verändert wurden, die Charaktere. Ja, Ich sowas kenne ich sogar auch. versuch die halt wirklich da so hinzukriegen, wie die sind. So, und jetzt hat mir der Typ aber einfach seine OCs geschickt. Hat mir die aber gut erklärt, also ich kann damit vielleicht was anfangen. Aber wir werden sehen. Ja. Du brauchst kein Holz mehr hochbringen. Wir müssen jetzt erstmal da ein Loch machen. Obwohl. Wollte gerade sagen, da muss ich doch auch schon wieder Holz hochbringen. Ich bringe jetzt aber erstmal das hier. Aha. So, ich bin schon gespannt darauf, wie ich das umsetzen will. Weil ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob ich dann auch alles so mache, wie der Auftraggeber das mir so vorgegeben hat. Weil am Ende ist es ja immer der Auftraggeber, der diesen Charakter erschaffen hat und mir dann blöd in die Augen guckt, wenn ich den falsch darstelle. Naja, diesmal hast du ja schon klargestellt, dass du nicht garantieren kannst, dass es an deine übliche Qualität rankommt, wenn du die eigentlichen Charaktere nicht kennst. Ich habe einfach nur reingeschrieben, dass ich da möglichst die Charaktere kennen sollte, damit es halt besser ist, wenn ich das schreibe. Na, willst du reintun? Ja. Ja, ich zeig dir gleich mal diesen Auftrag. Den dürft ihr alle nicht sehen, er darf den sehen, weil das ist natürlich auch alles privat und so. Und wenn ihr das sehen würdet, würdet ihr in ganz anderen Augen auf mich gucken. Das Komische ist ja, ich kriege mit diesen Geschichten sehr viel mehr Views in der Minute als mit diesen Aufnahmen. Ich habe da in ein paar Sekunden, nee, nicht in ein paar Sekunden, in ein paar Stunden habe ich da einfach locker 300 Views. Geil. Ich habe die Geschichte heute erst hochgeladen. Ich kann gleich nochmal gucken, wahrscheinlich wurde die nochmal favorisiert und sonst alles, weil jetzt ist ja auch nachts, jetzt kommen die ganzen Amerikaner. Und ich habe es ja auf Englisch geschrieben. Aber ich fand das auch so komisch, wie der Typ dann einfach so schreibt: Ja, du musst dir jetzt nicht so die Mühe machen, du kannst dir da. Das ist natürlich
entscheiden, ob du das jetzt machst oder nicht. Mir ist das scheißegal, ob du das jetzt später machst oder nicht, jetzt früher machst oder ob du da jetzt direkt hingehst. Lass dir Zeit, es soll gut werden. Und am Ende schreibt er da noch hin, selbst wenn du das jetzt nicht machst, finde ich es schon sehr gut, dass du das hier gelesen hast. Oh, ich hätte mich. Das hört sich irgendwie an wie irgendwas, was ich geschrieben hätte, wenn ich gerade mit irgendjemandem versuche. Du weißt schon. Ne? Wenn ich versuche, mich an jemanden ranzumachen. So hört sich das an. Nur diese Person wollte sich nicht an mich ranmachen. Aber wenn ich mich an jemanden ranmache, dann merkt man das irgendwie daran, dass ich dann halt wirklich so auf mich runterspiele. Weißt du? Ja, da kennst du dich aus, ne? Dich habe ich schon so oft angemacht, indem ich mich runterspiele. Ich war auch total oft in der Position, dass ich mich in deiner Gegenwart runtergespielt habe. Nicht irgendwie, dass ich mich aufgespielt habe. Lass mich doch meine Hoffnungen haben. Ich habe mich aber jedes Mal in deiner Gegenwart immer so aufgespielt, oder nicht? Keine Ahnung. Nee, Wenn du jedes Mal, dich wenn ich in jedes Mal deiner in meiner. Gegenwart bin, dann bin ich entweder komplett normal oder halt so einer, der komplett auf Bam Bam ist, weißt du? Ja, Borderlands. vielleicht kenne ich dich ja nur so und deswegen weiß ich gar nicht, wie der wahre Lukas so ist. Wahrscheinlich nicht krank. Na gut. Heißt das, du bist nur ein Klon? Hä? Ist daran witzig? Nee, ich schaue mir gerade nur lustige Bilder auf Twitter an. So. Ich habe mir ja letztens noch mal von Call Me Kevin da die Videos angeguckt. Du weißt ja noch, der Typ da, wo wir The Movies angeguckt haben. Ja. Da habe ich mir noch mal die Harry Potter Videos angeguckt. Du brauchst übrigens kein Holz mehr bringen, glaube ich. Nee, du brauchst kein Holz mehr bringen. Kannst Okay. jetzt die Steine mitholen. Der hat ja die ganzen Harry Potter Spiele da gespielt für PS1 und so. Und ich finde einfach das Beste, ne? Der hat da auch mal Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gemacht. Da kommt da einfach so eine Stelle. Die habe ich heute nochmal geguckt, die war so super. Das fällt mir nämlich gerade so ein. Da ist der da, also der hat da eingestellt, dass der durch Wände laufen kann. Okay. Damit werden einige Events halt ein bisschen kaputt gemacht. Da gibt es halt so ein Event, da kannst du gegen so einen Kessel kämpfen und der macht solche, ja, keine Ahnung, so Blatt Papier rumfliegen und das musst du abschießen. Okay. Und da kommt richtig viel Papier raus und so. Und da hast du halt in dem Spiel halt deine Helfer natürlich, Ron und Hermine natürlich. Und er geht dann einfach da raus, weil ihn das stört, dass er dieses Event machen muss. Da ist er eigentlich gefangen, bis er es zu Ende macht. Dann geht er raus und die ganzen, seine Begleiter sind halt noch in der KI drin, dass die da jetzt kämpfen. Deswegen sagen die auch solches Zeug, wie die jetzt sagen würden, wenn die kämpfen. Und er geht da mitten in den Klassenraum rein, dann kommt da eine Cutscene mit Flitwick und so, dass er da jetzt das nächste Zauberbuch holen soll und so ein Scheiß. Und Ron so, we are outnumbered. Und er dann, also der Call Me Kevin dann einfach so, oh, he is having flashbacks to Nam.
Das ist die beste Stelle. Das kann ich wirklich nur empfehlen, aber jetzt wird die euch nicht mehr so viel bringen, weil ich die euch gespoilert habe. Ha! Die zeige ich dir nachher. Okay. Ich zeige dir einfach alles nachher. I can show you the world. Sind wir hier schon hoch genug? Nö. Das muss noch höher. Ich hätte jetzt so 5 Etagen vorgeschlagen insgesamt. Ja, vielleicht noch höher. Okay. Ich Einmal bin. so groß, wie es jetzt ist. Ja, kann man machen. Okay. Ich finde einfach Das die. heißt, zum Juni sind wir durch. Nee, das geht schneller. Ich finde aber Mai. einfach das super toll, wenn man diese Spiele glitscht. Ich müsste eigentlich auch mal endlich mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban weitermachen, aber ich krieg's nicht hin, das auf PS2 zum Laufen zu kriegen mit Aufnahme. Okay. Und die will halt unbedingt die PS2-Version spielen, denn die habe ich damals zum ersten Mal gespielt. Demnach will ich die auch machen. Worüber ich vielleicht noch argumentieren kann, ist vielleicht die vierte, der vierte Teil. Das würde ich eventuell sogar mit euch spielen, weil das geht im Multiplayer. Ich muss gestehen, das einzige Harry Potter Spiel, was ich mal gespielt habe, war der 5. Teil. Der fünfte Teil war gut als Spiel. Aber der war nicht so gut wie die ersten Teile. In den ersten Teilen, da konntest du halt rumhüpfen und sonst alles. Und in dem fünften Teil, da bist du so an Boden verankert. Kommst nie weg. Und alles, was du machen kannst, ist mit dem Zauberstab rumfuchteln. Und ab da waren im Grunde alle Spiele auf jeder Plattform gleich. Früher war das so, dass alle Plattformen komplett anders waren. So ziemlich. Naja, ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Naja, die Würdest du meinen? PS2-Version von Gefangener von Azkaban war besser als die PC-Version, während die ersten beiden Versionen. Nee, nicht die ersten beiden. Die erste Version. Also, Stein der Weisen. Das war auf dem PC besser. Dann war auf PS1 der zweite Teil für mich besser. Ja. Und ab da habe ich es eigentlich immer alles auf derselben Konsole gemacht oder gar nicht. Zum Beispiel habe ich Halbblutprinz und die anderen beiden Teile nicht gespielt. Und den vierten habe ich auf dem DS gespielt. Der vierte ist der schlechteste Teil in Sachen von Spielen. Als Film kann man sich drüber streiten, ich habe mich da immer gelangweilt. Ich Aber weiß gar nicht, was so mein Lieblingsteil ist. die Spiele sind auf jeden Fall für den vierten die schlechtesten. Aber wenn ich das mache, würde ich es auf jeden Fall gern mit dir machen. Weil das kannst du halt im Oh. Multiplayer machen und dann könnten wir halt so eine richtige Scheiße da machen. Vielleicht könnten wir da auch noch den Burly reintun, aber ich glaube nicht, dass der darauf Bock hätte. Dann können wir ihn einfach so einspielen lassen. Dann müssen wir nur wissen, wen wir spielen wollen. Was würdest du denn nehmen? Wen kann ich denn spielen? Ja, die ha drei Hauptcharaktere natürlich. Mir gleich. Gut so. Wen möchtest du spielen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es macht nicht so einen Unterschied, wen man spielt. Obwohl. Ich denke Also mal, wenn Ron ich kann die am Wahl habe, schlechtesten nehme ich zaubern. natürlich Hermine, aber Ich ich habe glaube, auch die kann am absolut nichts besten gegen die zaubern, wenn anderen du die beiden. nutzt. Ich weiß aber, dass das PC-Spiel halt wirklich scheiße ist. Aber die anderen Versionen auch nicht unbedingt besser. Aber ich würde es dann trotzdem noch mit dir spielen, weil es dann irgendwie witzig wäre. Und weil es dann halt noch chronologisch danach kommen würde. Aber erstmal muss ich den dritten Teil spielen.
Irgendwann mal hole ich mir vielleicht für PC, aber dann habe ich halt nicht dieses coole, dass ich das darauf mal gespielt habe und darauf, weißt Wo genau ist das Problem, was PS2 aufnehmen angeht, dass du es nicht an deine Capture Card anschließen kannst, oder Ich kann es nicht anschließen. bräuchtest du einen SCART zu HDMI-Adapter, oder? Ja, ich habe einen, ich habe es aber nie zum Laufen bekommen. Jedenfalls, weil ich vielleicht für einen Ausweg finden könnte, wäre, wenn ich die GameCube-Version nutze, weil die könnte ich dann über die Wii abspielen. Geht das nicht auch über Wii U? Nee, Wii U hat keinen GameCube-Support mehr. Ach, dann könnte ich es aber auch nicht über die Wii machen. Die Wii hat GameCube-Support. Ja, aber ich könnte es nicht mit HDMI machen. Ja, das stimmt. Also ich habe die ROM von dem Spiel für die GameCube. Den GameCube, keine Ahnung. Darüber könnte ich es eventuell machen, weil die Version ist halt im Grunde wie die PS2-Version und die ist halt wirklich sehr gut. Die würde ich der PC-Version um Längen vorziehen. Weil die PC-Version ist halt einfach scheiße, finde ich. Wenn es nicht anders geht, nämlich PC-Version. Denn ich muss das wirklich mal weiterführen. Das habe ich schon ein Jahr lang nicht weitergeführt. Glaube ich. Ja, aber das hat mir halt immer Spaß gemacht. Deswegen würde ich es halt gerne nochmal weitermachen. Okay. Und wie einfach die letzten beiden Teile einfach straight up Ego-Shooter sind. Bitte was? Das sind Ego-Shooter, guck nach. Guck jetzt nach. Okay. Harry Potter 6 Game. Nicht 6, 7 und 8. Haben daraus auch zwei Spiele gemacht? Ja. Warum? Geld. Warum nicht? Die könnten die Spiele ja schlechter nachmachen nach den Filmen. Konnten ja wohl nicht danach abwarten. Die mussten die direkt machen. Das ist echt ein Ego-Shooter. Ja. Also ich will ehrlich sein, die Idee von einem Zauberer-Ego-Shooter stelle ich mir ziemlich, also Third-Person-Shooter stelle ich mir ziemlich cool vor, aber das passt nicht zum Harry Potter-Universum. Ja, die vorherigen Spiele, das waren alles solche Jump and Run oder Open World oder sonst was. Ja. Also das fand ich richtig cool. Und den dritten Teil würde ich sogar als mein Lieblingsteil bezeichnen, weil dort kannst du halt wirklich so richtig viel cooles Zeugs machen. Auch wenn die Ländereien ein bisschen leer wirken. Ah, du konntest da in der Schule halt wirklich solche Sachen finden, wie zum Beispiel hinter einem Bücherregal ist dann plötzlich so ein Geheimgang, kannst du hingehen, dann kommst du in ein anderes Stockwerk. Dann gibt es da überall diese Geheimgänge. Ja, im fünften Teil waren es ja einfach nur die Porträts, dass wenn du da quasi beide Seiten eines Porträts gefunden hattest, du dich da hin und her teleportieren konntest. Der sechste Teil ist halt einfach genauso. Also Okay. der hat genau dieselbe Map, hat im Grunde eigentlich alles gleich, hat ein bisschen was hinzugefügt zu der Map natürlich. Und jetzt pass auf, die Möglichkeit zu rennen. Was ich aber im fünften Teil schon immer gerne gemacht habe, ist einfach Leute provozieren, dass die einen angreifen und dass du dann ein Duell mit denen hast. Hast du das auch mal gemacht? Ich denke nicht. Ja, ich glaube schon. Ich habe das immer mit den Slytherins gemacht. Gerade an Stellen, wo das witzig ist, wie zum Beispiel, wenn die da ihr Kobold-Dingens da spielen. Koboldstein. Es war eigentlich einfach nur Boccia, oder? Ja. Aber mit dem Kreis. Oh.
So. Kannst schon mal zum Baum laufen. Zum was laufen? Zum Baum. Achso, zum Baum. Ich habe gerade zum Raum verstanden, war gerade sehr irritiert. Ja, jedenfalls will ich die ganzen Harry Potter-Spiele auch mal wieder weiter fortsetzen, damit wir Okay. das auch mal endlich beenden können, was wir Also, so angefangen ähnlich haben. geht es mir mit den Assassin's Creed-Spielen. Vor allem, das passt halt einfach so gar nicht zu so einem Roboter, solche Spiele zu spielen. Schlafen oder speichern? Speichern. Hast du gespeichert? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier lädt es. Ciao. Ciao.